Während der häufigen Überschwemmungen aber litt die ganze Region Not. Bei starken Niederschlägen drangen Wasserfluten in die riesige Ebene, die alles unter sich begruben. Ein ständiger Kampf gegen die unwirtliche Natur. Doch die Sumerer fügten sich nicht in ihr Schicksal. Stattdessen erfanden sie ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem, das die Versorgung der Felder zu jeder Jahreszeit gewährleistete, auch in Dürreperioden. Gott spricht, Strauch und Gras. Jetzt kombinieren wir mal, okay? Jesus sagt, der Sämann sät das. Und Jesus erklärt, der Same ist das. Das heißt, im Wort, sprich im Samen ist alles drin. Richtig? Ich habe mir gedacht, die Erde ist ganz schön unverschämt. Die Erde war in diesem Moment pures Wort. Genau, so wie ich es gerade gesagt habe. Die Erde war pures Wort. Gott hat gesagt, Erde. Ja. Er schuf Himmel und Erde. Die Erde war in dem Moment scheinbar noch ohne Sträucher, ohne Tiere und ohne Menschen. Die Erde war nur Erde, geschaffen aus dem. Jetzt macht die Erde eins, die Unverschämte. Die Erde bräuchte, damit die Samen aufgehen, Wasser. Und was macht die Erde? Man denkt schon fast, ich sag's jetzt überzogen, in Rebellion zu Gott. Aber absolut nicht in Rebellion zu Gott, sondern in Kooperation mit dem Wort. Setzt die Erde selbst Wasser frei. Was braucht die Erde in diesem Moment, dass Sträucher aufgehen? Was setzt sie frei? Toll, gell? Jetzt denken manche, das kann nicht alles sein. Dieses Behalten haben wir Raum für ein griechisches Wort. Wir wollen nicht zu sehr theologisch werden. Ist ein Begriff Katecho. Das kennst du. Und Martin Luther hieß es, er hat den Katechismus bekommen. Richtig? Gleicher Begriff. Katecho heißt, die haben das Wort gehört und sitzen mit ihrem ganzen geistlichen Gewicht drauf.